Willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World. Wir machen weiter. In Welt 3.5 Flauschvogel Flugschule. Mit dem Pastel Yoshi. I'm so hyped for this level. Vor allen Dingen auch auf Welt 3.6, weil das ist ein Labyrinth-Level und ich will sehen, wie ich das hinbekomme, weil ich habe das nicht. Also ich habe das vorher vorgespielt und ja, egal, keine weiteren Details. Zu gegebenerem Zeitpunkt mehr, ne? Alles klar. Jawohl. So, ja, dieses Level hier. Ihr seht schon, wir haben hier keine Wollknäuel, sondern solche Vögelchen. Und hier ist ein krasses Versteck. So, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Flieg, Yoshi, flieg! Sehr schön. Ja. Solche kleinen Yoshi Vogel, ja, whatever. Mit dem wir dann Wolken schießen können, also. Sehr komisch, aber dann doch irgendwie auch lustig. Auf irgendeine Art und Weise ist es ja immer lustig, dieses Spiel. Guten Tag. What's going on here? Ach, for fuck's sake! Natürlich ist da jetzt nichts mehr, aber die 100% plagen mich. Wenn es dann noch so offensichtlich ist, dann ja, müssen wir dann natürlich hin. So, zack. Ich will aber auch den Wolkenöl da haben. Und dann gehen wir links weiter schauen. Oh. Lass mich da noch hin. Vielen lieben Dank. Oh, perfekt eingetroffen. Das ist natürlich nicht so jetzt vorteilhaft. Egal, haben wir halt ein bisschen gewartet. Mein Gott, muss ja sein. Dankeschön und tschüss. So, das zweite Wolkenknäuel schon. Super. Wunderwolle. Freunde, das heißt Wunderwolle. Wolle, Wolle. Ah, ich fange schon wieder damit an, oder? Okay. Nein! Egal. So, vielen Dank für deine Hilfe. Okay. Wie ist er nochmal zurückgekommen? What the hell? Dieses Level macht mir Angst. Eigentlich müssen wir euch gar nicht töten, aber ich mach's trotzdem. So. Dritte Blume. Ich denke mal, wir sind sehr gut in. Im Ergebnis. Das geht ja fast runter wie Öl. Wir haben jetzt schon eine dritte Wolle. Freut mich natürlich. Sehr. So, hier brauchen wir. Brauchen wir hier die Hilfe von dir? Ja. Aber nicht hier hin. Über so mehr hier so. Genau. Wundervoll. Ein Genuss, dieses Level. Bravissimo, bravissimo. Super. So, wir müssen jetzt ein bisschen schnell sein. Ja, oder auch nicht. Dann, wenn du nicht unbedingt willst, dann lass es halt.
reicht das? Reicht das? Ja, doch, es reicht. So, wir gehen den Alternativweg und zwar nach unten, wo der Pfeil es uns auch anzeigt. Wenn er das schon tut, dann soll man das ja auch befolgen, oder nicht? Na, du bist verreckt, aber du da dumm nicht. Für dich hat es nicht mehr gereicht. Macht nichts! Macht ja nichts! Vielleicht soll ich irgendeinen Koopa mitnehmen. Ja, ich sehe. I see what you mean. Und wenn ich dich nicht gekillt habe, ist mir vollkommen egal. Oh. Holy shit. Auch alle Stempel haben wir. Ich will jetzt aber nur noch ins Ziel. Ja, perfekt. Wundervoll. Auch wenn wir 6 Minuten dafür gebraucht haben, egal. Das war die lange Ladezeit. So, ich kriege irgendwie kein Bonusspiel hin. Macht nichts. Gute Zeit spare. Eigentlich ist es vollkommen egal, aber ja. So, jetzt freue ich mich auf Welt 3-6. Weil Welt 3-6 ist ein scheiß Labyrinth-Level. Mal sehen, wie in welcher Reihenfolge ich das Level lösen werde, weil es ist eigentlich immer unterschiedlich, wie ich das mache. Aber erstmal schauen wir uns an. Wir haben 450 Stempel auf Nähe gefunden und erhalten dafür neue Stempel für den Miiverse-Eintrag, wenn wir einen machen sollten, aber mache ich ja eh. So, das ist dann bestimmt der Flauschvogel-Yoshi. Ich wollte schon sagen. Und Welt 3-6, bitte auch noch. Vielen Dank. Ja, im nächsten Part haben wir dann schon Welt 3-7, Welt 3-8 und dann schon Welt 3-S und dann schon Welt 4 und dann, oh mein Gott. Aber alles nach der Reihe. Labyrinth voller Pfosten. Ja, da darf ich natürlich nicht fehlen. Welt 3-6, ja, ich habe mich selbst gedisst, aber ist mir vollkommen egal gerade. Labyrinth voller Pfosten. Wollen wir mal sehen, ob wir das jetzt, ob ich das auf Anhieb hier perfekt spiele. Ich rede mal mit dem Boden, jetzt seid nicht erschrocken, dass ich nicht zu der Kamera rede. So, da haben wir schon mal die erste Wolle, unser erster Stempel. Die Musik verspricht einiges. So, jetzt bin ich wieder back in the hood. Folgen einfach dem Weg und ignorieren die Sachen, die wir eh noch nicht kriegen können. Es sei denn, hier versteckt sich was da drin, aber ich glaube nicht. Nein. That means back to business. Wir lassen es mal hier so. Sieht doch wunderschön aus. So, wir wissen noch gar nichts. Wir wissen noch nichts von diesem Level. Wir wissen noch keine Secrets. Wir sehen nur diese, das Ding hier, was wir daraus wegziehen können. Und das verheißt uns die erste Blume. Sogar in der richtigen Reihenfolge. So, jetzt schauen wir hier. Ah, können wir nichts machen. Schade. Müssen wir also wieder zurück. So, im klassischen Stile eines Ereignis-Let's Players. Okay, haben wir hier schon mal das. Ah, da sehen wir. Da ist ja ein Wolkneuer. Aber wie kommen wir da hin? Da waren, das sieht uns doch verdammt. Kommt uns doch bekannt vor. Und dementsprechend müssen wir dann auch wieder den Weg einschlagen. Ich weiß, sehr unterhaltsam gerade, aber. Ja. Okay, ja, Tatsache. Hier geht es runter. Weil das muss der Weg sein. Sonst kommen wir nicht anders an das Vollkommen ran. Und das ist auch das zweite. Und das erste im Labyrinth. So, okay, dann kommen wir hier raus. Ja, da waren wir auch schon. Von oben sind wir runtergejumpt. Gehen wir mal hier weiter. Checkpoint. Checkpoint. So, dann gehen wir mal hier weiter. Was ist denn hier los? Okay, da sollen wir runter. Apropos runter, machen wir doch das hier alles runter. So,
Wahnsinn. Wahnsinnsspiel. So. Wundervoll. Ach nee, sag an. Hier kann man auch hin. Ja, was ist denn hier los? Zweite Blume, perfekt. Ja, neu. Da gibt's ja auch noch was. Und dann holen wir uns den Checkpoint da oben. Wenn wir das haben, dann ist mir, das ist mir sehr wichtig. Doin, doin, doin. Da-da-da-doin. So, der Wühljoschi, hatten wir ja schon öfter mal die Ehre mit dir. Alles umsonst. Wir machen das gleich ein weiteres Mal. Ja, kann passieren. Kann passieren. Die Aufregung vorne. Deswegen habe ich gesagt, das machen dann Checkpoint. Wer weiß, wenn wir verrecken. So, pipapo. Ja, geht schon gleich los. Danke für die Nichterklärung. Aber ich weiß ja Bescheid. Hallo, du sollst da einfach. Fuck, Beeilung, Mann. Na, so dringend war es dann auch nicht. Noch kein kleines Kaffeekränzchen und rein da mit dir. Okay, was haben wir denn alles jetzt an Ausbeute? Und vor allen Dingen, wo sind wir hier? Das kommt uns ja ganz neu. Okay. Aber das nehmen wir natürlich dankend entgegen. Vierte Wolle. Und wir gehen mal back to business. Okay, die fünfte. Das heißt, wir haben schon mal das alles komplett und uns fehlt aber leider der Schlüssel. Was soll das? Und vor allen Dingen noch 10 von diesen Stempeln und 3 Blumen. Das ist noch keine gute Ausbeute, das werden wir natürlich verbessern. Ja. Okay. Komm mal wieder zu uns. Ui. Kommen wir da hoch? Nein. So. Ne, da müssten wir eigentlich nicht lang, aber egal welchen Weg wir eingeschlagen hätten, wir kommen sowieso ans Ziel. Das ist ein Problem. Okay. So, ja, Freunde. Was sind wir hier? Naja, okay, ich sehe schon. I see. So. Schlagen wir mal den Weg ein. Ich glaube aber, dass der. Nee, noch nicht. Wir machen den ganzen Spaß mal hier runter. Jump. So, erste Ding. Ja, so klug ist das gar nicht. Ja, jump halt daneben. Why not? Mach mal das auf die volle Distanz. Hört man mich eigentlich noch? Ich weiß es da gar nicht. So. Checkpoint und Schlüssel. Vielen lieben Dank. Möchte ich auch noch mit. Dankeschön. So, dann gehen wir mal rein. Vielleicht gibt es ja da hier Aufklärung, was mit den Blumen eigentlich los ist. Wir haben jetzt schon lange keine mehr gehabt. Nachher lassen wir uns da runterfallen. Ach, sieh an. Die dritte Blume, es passt perfekt alles. Wir sind auf dem Endspurt, kann man da fast schon sagen. Und ich hoffe so sehr, dass wir nichts verpasst haben. Ich denke mal nicht. Aber ja. Das brauchen wir nicht unbedingt, aber wir nehmen es trotzdem. Ich denke mal nicht, dass wir hier jemals wieder vorbeikommen.
obwohl. War diese Aussage jetzt verkehrt? Nicht zwingend, ne? Warte mal, wir müssen ja unten lang. Aber ist das das unten, das ich will? Oder gibt es da noch ein weiteres unten? Ich hab mich verirrt im Labyrinth. Nee, nee. Okay. Fledermaus hätte mich auch umnomnomsen können. Warte mal. Ja, das ist doch gut. Wundervoll. Und die Blume auch noch. 100% Labyrinth in richtiger Reihenfolge gelöst. Besser kann man es nicht machen. Besser geht es nicht. Und dann auch noch das Bonusspiel abgegrast, obwohl die Zeit eigentlich schon wieder viel zu knapp ist. Was laber ich eigentlich? Ich kann Videos für eine halbe Stunde hochladen. Ist doch vollkommen egal. Ja. Passiert, passiert. So, Bonusspiel. Welches kommt dran? Welches haben wir? Labyrinth voller Pfosten. Okay. Ah ja, okay. I see. Ja gut, dann halt nicht. Schade, dass man ja keine Wollknoll hat oder sonst was. Dann können wir das ganz schnell machen. Und hätte auch die Melone da erwischt, die 500 Punkte gegeben hätte. Naja, was ist. So, ja, im nächsten Part. Wie gesagt, schließen wir schon die Welt ab. Noch nicht ganz, aber wir ziehen zumindest den Endos. Und alle Drehgangstecker sind umsonst, aber nur für eine begrenzte Zeit. Ja, das ist mir vollkommen egal. So, was für ein Yoshi haben wir übrigens zusammengehäkelt? Den. Posten-Yoshi. So ein Pfosten. Und Welt 3-7. Gedächtnis. Sagt mir nichts. Ich kann mich hier an das Level nicht erinnern. Ja, wie gesagt, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Nicht verpassen. Bis dann. Und ciao.